immer noch einer davor steht. Und das ist das, was man eigentlich nicht denken kann, weil man das nicht denken kann. Weil man das nicht denken kann. Das heißt, fokussiere dich auf den DMX. In den uralten und das ist jetzt wenn du glaubst, der Boss zu sein, ist der glaubt, der Boss zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt nur ein Glaube ist zwischen einem Boss und einem Boss im Kopf oder dann in die dann im Hintergrund jetzt die ganze Zeit nicht existiert hat, das ist die, die uns jetzt die ganze Zeit aus der Kopf. Die hat uns beobachtet. Der Boss hat uns nicht beobachtet und der hat uns auch nicht beobachtet. Und den, den wir uns jetzt denken, werden uns auslegen und uns beobachten, das war die ganze Zeit nicht mehr in unserem Spiel überhaupt nicht vorhanden. Und das ist wahrscheinlich Namen sind jetzt wieder austauschbar. Weil die Irene jetzt auch schon wieder selbst gedacht hat, dass sie verkaufen hat. Das ist eine ganz andere Lernprogramm. Das ist das hört man das erste Mal und sagt, es ist unmöglich. Und wenn ich es gerade verstanden habe, kannst du überhaupt nicht mehr verstehen, dass du eigentlich. Ich glaube, es ist ein bisschen. Ja, jetzt nochmal. Ich habe nochmal. Was war denn für Schwachsinn? Ich bin so frech, gehen weiter. Also das Beste ist so, die Mama im Weiß. Sag immer, pass auf, eine Sache ist ganz einfach. Elementare Forderungen muss man selber machen. Muss ich damit sorgen, dass du irgendwann einmal die Pubertät kommst als Kind. Das kennst du, das hast du hinter dir, du kannst es ja runterschauen. Und dann ist irgendwann einmal, dass du ein innerer Trieb ist, dass man irgendwann einmal, ich sag jetzt, die Klammern einmal schwung, oder das ist alles normal, aber du bist jeder und dann irgendwann einmal, was ist das für eine Schnecke? Geht es recht so schräg auf die was machen? Feld. Und jetzt hast du einen Vater, jetzt nochmal das bin ich. Jetzt kommst du zu mir und sagst, Papa, du kennst das Beispiel, Papa, helf mir. Und dann vorne auf Richtung Weißenburg und dann fährst du nach 150 Meter. Ich kann dir sagen, das kann jetzt toll sein, das erste Mal, meistens ist es nicht. Das ist der Witz, ist umso mehr, du vorher weißt, ob die Scheiße ist. Und ich habe da Bücher gelesen, kann man jetzt immer pushen, machen wir. Und dann nach der Linkskurve, ist es, wenn man da in einem ganz kleinen Winkel geht es da ist ein es kann so und so sein. Aber was jetzt das Interessante ist, dass ich zu dir sage, wenn du das oft genug machst, dann wirst du auch Spaß machen. Und genauso ist der. Du hast nur vom ersten Mal erwartet. Aber wenn du das oft genug machst, das ist ja eine Kunst, die ist los. Ich bin eingestiegen, nachdem ich gesehen habe, was mit dir gelaufen ist. Oh nee. Immer diese Pioniere da. Weltall gemacht. Dann war er so abheben von also Höhenangst und was das Ding da. Aber es war ganz toll, aber ganz. Und zwar maßgeschneidert für den Charakter, weil es war so, dass ich so ganz reingefallen bin. Und dann konnte ich spielen. Dann mal reinfallen lassen. Da bist du schon irgendwie umdrehen. Das kann aber ganz einfach aus der Sicht. So. Also, ich saß ja auf dem Stuhl und war, wenn ich jetzt zwei Jahre das ist jetzt auf einmal ein Bein, weil die Körper war gar nicht da, das war eigentlich schön rein. Und dann habe ich immer so gespielt. Das war für mich ein bisschen näher. Ich habe mit Religion überhaupt nichts am Hut gehabt. Das heißt, ich war einfach nur neugierig. Ich wollte perfekte Stereo entwickeln, die echt ist, einfach nur echt ist. Und da ist meine Vorstellung von echt ist natürlich ganz, ganz anders, wie das, was jetzt die ganzen Agenda machen. Das ist super, was mittlerweile habe mich, jetzt raumzeitliche Geschichte, vorige Woche seit Ewigkeiten, habe mich der Teufel geritten, wo ich im Internet bin auf YouTube, weil jetzt 2019 war wieder HMS in München. Und ich habe ja mit dem Zeug, wo ich weltweit rumgefahren bin, seit
25 Euro hat nichts mehr zu haben. Und dann habe ich, es ist nur noch schlimmer geworden. Sie sind so katastrophal schlecht, dass du die Verfärbungen von den Dingen, die höre ich sogar auf meinem Laptop über die Laptop-Lautsprecher, wie die verfärbt sind. Das ist so eine Katastrophe, da bringt dann eine super teure Anlage für über 300.000 Mark und dann führe die vor mit Mariah Carey mit einer Platte, die ich vor 20 Jahren, wie die auf dem Markt ist, ungefähr 20 Jahre oder was her, wie die auf dem Markt heißt, Without You heißt die. Die habe ich immer benutzt, um den Leuten zu zeigen, wie beschissen die unecht aufgenommen ist, die Frau auf der Aufnahme gestellt hat, 20% zu 80% aus Effektgerät. Da kannst du echt halt überhaupt nicht demonstrieren. Das habe ich vor 20 Jahren, war das meine Musterplatte. Die Platte ist super, ein Ohrwurm, Without You, ist im Autoradio rauf und runter gelaufen, klingt über jede normale Anlage, klingt super, das hat damit echt nichts zu tun. Und dann habe ich hier eine ältere Aufnahme, was ich noch von der Barbara Streisand gemacht habe. Und da steht die Frau 5 Meter vor dir, die willst du auch fast so nicht in der Stimme. Und dann kommt die Mariah Carey über meine Anlage und die klingt, das ist 80% Effektgerät. Echo, Phaser, alles drüber, was man reinknallen kann. Und wenn das sind, wo man die Stimmen verändern kann. Da gibt es mehrere, also wo man die hübscht, aufhübscht. Das ist wie Schminke, das ist wie Photoshop, wie Schminke im Gesicht. Dann, das klingt schön, aber es ist nochmal echt. Und diese Fehler, da führen die jetzt 2019 High-End-Anlagen mit dieser Platte vor. Und ich sage, das sind dann riesen Hornlautsprecher. Das sind reine Gehäuse und Technikfetisches. Ja, das ist echt sowas von unspektakulär. Dass ich immer wieder selbst, wie gesagt, über die Laptop-Lautsprecher von meinem ganz normalen Laptop, hörst du die Verfärbungen in dieser High-End-Anlagen? Nein, wir sind nicht abgekommen. Das Thema war, dass ich festgestellt habe, dass ich echt was anders definiere. Da habe ich lange drüber gesprochen und jetzt kommt das Verrückte, dass diese eigenen Untersuchungen, da musst du aber ja 89 schon ein kleines Buch schreiben, das heißt übrigens Holofilm, da ist das Wort entstanden und da waren auch alle Testredakteure Deutschlands, die Ohrenbarung, da sind alle Testredakteure bei mir gewesen und das war immer dasselbe, man kann es nicht mit Worten beschreiben, das war der gleich. Du kannst jetzt einer erzählen, die Ahnung klingt gut oder die klingt nicht gut, das Erste, du musst wissen, selbst wenn jetzt eine Ahnung bastelt von mir und jetzt nach 25 Jahren alte Teile zusammenkaufen, wie Holger seine. Ich sage, da ist Holofilling erkennbar. Was der Michael Savitzer jetzt alte Teile zusammenbaut. Es ist erkennbar. Es ist so brutal weit weg von dem, was ich im Laden vorgeführt habe. Da bist du nämlich ein Teil der Anlage. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie du selber funktionierst, funktioniert die Anlage nicht. Und das ist bei allen Händlern, du brauchst eine Einweisung. Das ist schon mal erklärt. Das ist ähnlich wie mit dem magischen Auge. Das ist genau das ganze Zeug. Und wenn du das dann hast, und das sind so simple Sachen, dass das so brutal ist, dass du meinst, alles andere ist kaputt. Und die sind die Sachen sind ganz, ganz einfach. Also der erste Weg jetzt, wie ich hier, für mich waren die Physiker Gott, Religion, weil ich überhaupt nichts zu tun habe. Und dann merke ich diese Widersprüche durchs einfache Denken. Und da ist gesagt, wir müssen zuerst einmal unterscheiden. Ich habe selber gedacht. Dann werfe ich jetzt heute alle vor, der Platz da ein bisschen an in die offene Hände. Das ist so der Transformationsprozess, der dich interessiert. Da gehe ich gleich drauf ein. Es ist also definitiv so, dass ich zuerst einmal für dich, eins klarlege. Wenn ich jetzt echter Klang, ich sage das, ich wäre blind, dann müsste ich, wenn es echt ist, müsste ich als Blinder nicht unterscheiden, ob ich ein Boxer oder ob jetzt einer vor mir spielt oder Gitarre spielt. Das habe ich mit meinem Michael Fuß, der ist von Geburt an blind gewesen und hat so weggepfiffen. Und selbst er hat es am Anfang nicht gehört, weil er nämlich in einem Tonstudio gearbeitet hat beim Abmischen. Er hat auch, denn seine Frau war Professorin, Musikprofessorin in Münster. Er hat Bücher geschrieben über Musik als Blinder, Fachgebiet. Und der war dann da, weil er gehört hat, dass ich so gute Anlagen mache. Und wie er sich hinsetzt, hat er sich mit der Einstellung hinsetzt. Der sitzt in einem Tonstudio vor Tonstudio-Monitoren. Und dann funktioniert meine Anlagen. Du darfst dich nicht hinsetzen, dass du Boxen anhörst, die schön klingen, sondern muss dich hinsetzen, wie einer, der jetzt meint, was höre ich jetzt? Und dann ist es da, was du hörst. Du änderst sofort in deinem Fokus. Klingt jetzt komplizierter, das ist, wenn ich es vorführe, ist es ganz einfach. Das ist einmal das Erste. Das ist immer wieder, wenn ich sage, du musst dir einfach bewusst machen, was ist jetzt da? Und dann siehst du, das ist der Fernseher. Sobald du dich hinsetzt und sagst, ob das Bild echt ist, vergisst du den Fernseher. Und dann ist das Bild plötzlich echt, obwohl es mit echt überhaupt nichts zu tun hat. Weil schon mal zweidimensional ist.
Und also lange Rede, kurzer Sinn, und dann hast du mal gesagt, wir haben zwei Phänomene bei. Das erste ist einmal die reine Klangfarbe. Klangfarbe. Und da machen wir jetzt nur mal die Stimme, die kann man sofort aus dem Stegreif, da brauche ich keine Musik, kein Instrument. Und das ist dann nur relativ von der Schallausbreitung. Immer noch materialistisches Denken, da kommen Schallwellen raus. Das ist die erste große Fall, das kriegst du aber dann habe ich erst 25 Jahre später. Ich habe 15 Jahre gebraucht, um das zum Laufen zu bringen. Aber erster Ansatz war, ich nehme jetzt einmal eine Stimme auf, wenn ich hier mit der Stimme halte, dann nehme ich das Mikrofon hier die Schallwellen auf, die sich ausbreiten. Und dann müsste ich aber Raumklang dazu, das relativ heftig ist. Aber zum Beispiel ein Klavier strahlt ja wesentlich komplexer in den Raum rein, aber Stimme ist relativ grob. Ich nehme eine menschliche Stimme auf mit dem Mikrofon, das Original ist. Und wenn ich jetzt einen Lautsprecher hinstelle, der strahlt dieselbe ab in den Raum rein. Und ich sage, es steht 3 Meter vor ihm oder 4 Meter. Dann muss, wenn der Lautsprecher echt ist, die Stimme genauso klingen wie das Original. Also gut, nimmst die Stimme auf in den schalltoten Raum, ohne Reflexionen. Ich nehme den, der da spricht. Der spricht immer einen Satz. Bei einer Pause, der spricht einen Satz. Und jetzt kann ich, wenn ich das laufen lasse, setzt er sich rein und da habe ich einen Lautsprecher. Ich höre die Stimme, ich bin 2 Meter davor und ich höre den Lautsprecher. Mono ist ja auch nur Mono. Mono, es geht nur um die Klangfarbe, okay? Und jetzt, das sind dann Versuche und dann schraubst du und jetzt habe ich zum Beispiel eine 2-Wichbox. Das war jetzt der erste große Schritt. 2-Wichbox, 3-Wichbox ist klar. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe jetzt nur mit Nabelschnüren die Mitten, bei der 2-Wich die Mitten- und den Basslautsprecher, bei der 3-Wich Bass mitten Hochtöner rausgelassen. Die Weiche auf den Schoß genommen, weil du kannst ja so viel einstellen. Den Begel, die Übergangsfrequenzen, die Phasen, die Flankensteinheiten. Du kannst der Weiche unheimlich viel machen. Und ich habe jetzt nur aus dem Bauch, an der rumfriemelt, an der Weiche, bisschen mehr Höhen, die Übergangsfrequenz verändern, dass das ziemlich gleich war. Dass hier praktisch, wenn du da sitzt und die Augen verbunden hast, hier die Stimme, da und da die Box, dass du fast meinst, der ist der Spiegel. Okay, jetzt bin ich hinter meinem Labor, hab, was man damals messen konnte, schon Frequenzgangschreiber und so. Da hat man dann sehr, sehr viel Geld für Elektronik ausgegeben. Ich messe die Box, die war messtechnisch total verkehrt. Jetzt mache ich Folgendes, wie man Studiomonitor abgleicht, dass der Frequenzgang linear ist, wie man halt der Box baut mit Messgeräten. Ich stelle die Box hin mit der Stimme, dasselbe. Sowas wird beschissen, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Jetzt wird es interessant, jetzt habe ich dasselbe mit einer 3-Wich-Box gemacht. Ich habe die abglichen, dass die 3-Wich-Box ziemlich wie die Stimme gelungen hat, die 2-Wich-Box, dann habe ich die 2-Wich und die 3-Wich-Box umgeschaltet, die waren fast gleich. Ich lasse die 2 Boxen, sind technisch komplett anders, obwohl sie gleich klingen. Und da kommt dann schon irgendwas, ist da nicht immer drin. Da könnte ich jetzt sowieso sagen, was ich, das ist ja nur die Klangfarbe. Aber du wirst dann merken, wenn du das hindust, dass da irgendein Fehler ist, und dann habe ich das, weiß nicht, ob du bei mir da warst, da müsste ich jetzt eine Zeichnung machen, dass ein riesenelementarer Fehler ist hier mit Phasenverschiebung. Das ist ein Sende-Empfänger-Problem. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Ich habe ja Hörgeräte, ne? Ja. Und die hören sich völlig anders an, wenn ich die drinne habe. Die Akustik. Das Problem habe ich mit dem Holger. Sprechen wir weiter. Ja, das ist so mechanisch. Die Schwierigkeit ist, dass du mal bei Hörgeräten selber, dass du einen Wandler drin hast. Mhm. Ich kann jetzt nur vom Holger reden. Holger hat ja auch Hörgeräte. Da hat man viel geordert gehabt. Da waren wir beim Hörgeräteakustiker. Und die modernen Dinge sind ja so, das ist praktisch wie wenn du einen Monitor-Kopfhörer drin hast. Ich habe benutzt also nicht einen Monitor-Kopfhörer. Da geht es aber schon los, wenn du einen guten Monitor-Kopfhörer hast, dass der Monitor-Kopfhörer die Treiber schon brutal größer sind, wie die Winzlinge, die in die Hörgeräte drin sind. Das sind Tieflinge, natürlich mit einer riesen Elektronik, und er setzt jetzt die Hörgeräte ein und dann kann er mit Bluetooth. Oh, Spatzi, bitte jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Dankeschön. Ja, aber dann musst du gleich essen. Ja, nein, lass ihn kalt werden, jetzt kann ich nicht aufhören. Es ist also so, pass auf, die Hörgeräte, dass der Bluetooth anschießt und dann hat er einen klangprimitiven Equalizer. Und dann kann der direkt in Echtzeit, wenn der Geräusche einspielt, du hast die Kopfhörer auf, kann er wie bei einer Autoanlage, die ich jetzt höre, mit dem Equalizer-Pass mit den Höhen verändern, und es wird sofort einprogrammiert über Bluetooth in diese 2 Hörgeräte. Kennst du bestimmt? Ja, das machen die eben beim Hörgerät. Jetzt pass auf, die Schwierigkeit ist, dann muss der natürlich, er macht dann Geräusche, warte, und dann fragt er, was hast du gehört, und dann mehr Klingeln, mehr Höhen, das, es ist immer so, ich muss permanent, wenn ich jetzt das wäre und den Equalizer einstelle, geht es um eine möglichst gute Sprachverständlichkeit zum Beispiel, ob das gerichtet ist, ob du einen Raumklang haben willst. Und die Schwierigkeit beim Holger, immer wieder gesagt, ich müsste jetzt deinen Ohrfehler haben, ich müsste diese Dinger drin haben, und dann könnte ich mit meinem Hörempfinden, und ich habe wirklich absolutes Gehör, könnte ich das einstellen, dass es echt wird. Es ist ein Prozess, sich auf Echtheit zu eichen. Da bist du so weit weg, wenn du ein High-Five-Fan bist oder was. Die haben so falsche Vorstellungen. Also was bei mir dann weggeht, ist die Emotion.
Weil ich alles, würde alles wie so ein Kopfhörer. Das, was du nicht ausgleichen. Wenn ich die rausnehme, dann fühle ich mich, als wenn ich unter Wasser bin. Ja, ja, dumpf. Aber fühlt sich anders an, besser. Also auf meine eigene Stimme, ne? Alles. Das ist, das ist ja beim Singen. Das sind jetzt Maschine. So viele, Irene, das sind so viele Sachen, die reinspielen. Wenn du jetzt zum Beispiel Musiker hast, die singen, die haben alle ihre Studiomonitore mittlerweile drin, weil du so deine Stimme kontrollierst, wenn du dich lauter hörst, wenn du den Kopfhörer drin hast, wenn du das was, wie wenn du das, du kriegst du so ein Gefühl, wenn das laut ist, wenn du dich anders hörst. Ja. Aber das ist immer unabhängig davon. Ich sage immer wieder, die Echtheit ist im ersten Moment relativ unspektakulär. Es wird spektakulär, wenn du merkst, dass es echt ist. Das ist der Unterschied bei meiner Ordnung. Und, aber da geht es jetzt gar nicht darum, dass also hier das ein ewiger Prozess war, das immer mehr zu verfeinern. Und dann kommt irgendwann einmal, habe ich einen Professor bei mir drin von Eichstätt, Professor Brugger, ist Brugger Professor für Wahrnehmungspsychologie. Der hat dann, Eichstätt ist eine Uni. Ist eine Uni. Und der war dann, der hat übrigens auch ein Hörgerät gehabt und dann habe ich viele gehabt mit Hörgeräten, die über meine Anlage wesentlich besser gehört haben, wie über normale Anlagen, obwohl normale Menschen im ersten Moment immer meinen, die klingen nicht. Da haben wir so viele Versuche gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel hier, das habe ich so oft erzählt, stell dir mal folgenden Vorgang vor, du kommst zu mir ins Studio und dann sind wir in einem Studio Boxen aufgebaut. Und ich sage jetzt, pass auf, du willst dir Anlage kaufen und ich führe dir jetzt zwei verschiedene Klänge vor. Was spielt, ist einmal vollkommen wurscht. Vergiss das Design, du setzt dich hin, du hörst Musik, ich schalte um von der einen Anlage zur anderen und ich schalte wieder zurück. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, die zwei Anlagen klingen total anders. Welche würdest du dir kaufen, wenn die gleich teuer sind und gleich aussehen? Weil bei vielen später ist Designer-Rolle. Ich achte mal nur auf den Klang, ich schalte um und du sagst mir, welche du kaufen würdest, wenn die gleich viel kosten würde und dieselbe Optik hätten. Und pass auf, ich kann dir gleich sagen, von 1000 Menschen, übrigens auch sämtliche Fachleute und alle Testredakteure von Hi-Fi-Studios, haben eindeutig erkannt, dass die erste Box um Welten besser ist wie die zweite. Um Welten. Das war die normale. Die zweite war oberbeschissen. Dann haben wir hier immer schreiben lassen, was ist an der ersten Box besser. Die ist klarer, die ist reiner, die hat mehr Dynamik. Dann Fachleute haben gesagt, die hat einen höheren Wirkungsgrad, weil man den Eindruck hatte, dass die gut 20% lauter ist beim Umschalten. Da habe ich Messgeräte hingestellt, habe ich das erste Mal bewiesen, dass die gleich laut sind. Die sind komplett mit Messgeräten eingemessen gleich laut. Das ist alles Krach. Das ist, und diese Quantität, die du hast, mehr ist besser. Das ist wie wenn, wenn du kurz von der Helligkeit in die Finsternis schaust, dann siehst du im ersten Moment nichts. Umgekehrt übrigens genauso, weil du hast ein Anpassungsphänomen. Und da wird es dann ganz, ganz interessant, dass ich dann, wenn ich das Spiel umdrehe, ich gehe jetzt nicht detailliert, was die Ursache ist, dass du diesen Denkfehler hast. Wenn ich jetzt zuerst meine Box laufe, zuerst jetzt drehen wir das Spiel rum, also wirklich von 1000 Menschen sagen 1000 Mann, die erste Box ist um Welten besser. Diese Ausgangsbasis, jetzt drehen wir das Ding rum, ich sage mir, achten wir mal auf Echtheit. Ich fange jetzt mit meiner Box an und jetzt nehme ich an, der hat einfach eine Gitarre in der Hand, der sitzt, den stellen wir 5 Meter vor uns hin, der spielt mit der Gitarre ohne Verstärker und singt dazu. Natürliche Stimme, okay. Jetzt lasse ich meine Box laufen und dann schaust du hin, den willst du anfassen, der ist vollkommen echt. Und jetzt schalte ich auf die normale Box um und plötzlich bringe ich zwei Lautsprecher. So wie BA. Das hat überhaupt nichts mehr mit echt zu tun. Das ist übrigens, spielt überhaupt keine Rolle, ob du 50.000 Mark Super High in deinem Lauch hast oder irgendeine normale. Das ist wie im Fernsehen. Für Leute, die machen sich Gedanken, ob jetzt das Foto echt ist oder das Foto. Das Bild, der Monitor, der Fernseher echt. Die sind nicht echt, das ist ein Fernseher. Und da habe ich dann ja gesagt, mit Kopfhörern, wenn du jetzt blind wärst, ich habe dir so oft erzählt, ich setze dir einen Kopfhörer auf. Es gibt so viele verschiedene Kopfhörer, wenn du mal ausprobierst, klingt jeder Kopfhörer anders. Aber einer macht Kopfhörer. Jede Audio-Anlage klingt anders, aber jede Audio-Anlage klingt nach Audio-Anlage. Jede menschliche Stimme, der Irene Stimme, klingt ganz anders wie meine. Aber die sind echt. Und jetzt wird es interessant, was noch, was ich sage, Kino mit Dolby Surround. Jedes Kino klingt anders. Dass ich sage, Kino hat so eine eigenartige Verfärbung, dass du wirklich sogar an einer normalen Monofernseher, früher zu der Zeit hat es ja noch so die Kofferfernseher, die mit der Röhre, 30 cm mit der Seite mit einem Lautsprecher drin, du schaust dir einen Hollywood-Film an, jetzt im Fernsehen, irgendwie aus den 60er Jahren, und dann gehen die im Film in der Kino rein und der Film läuft schon. Dann hörst du selbst über den Monolautsprecher, dass die jetzt in der Kino reingehen, wenn der Kinoton im Hintergrund läuft. Weil die typische Kinoverfärbung dabei ist. Du musst nur mal aufpassen, dann hörst du das sofort.
Und dann habe ich Tester, die hier den Scheiß... Woher sagen, weiß ich, dass das nicht meine eigene Projektion ist? Das ist alles deine Projektion. Ja. Das ist der Schritt weiter mit Holofilling. Dass ich festgestellt habe, ich habe immer versucht, dass das dann auch dreidimensional wird. Ich habe mit meinem Aufnahmesystem die Wiener Philharmoniker aufgenommen. Das über einen Chef von Siemens. Die Siemens macht ja Tonstudiotechnik. Das heißt, Siemens hat eine ganz große, zum Beispiel von österreichischen Fernsehen, von ORF, die haben Übertragungswegen, die haben damals bis zu 7 Millionen gekostet. Wo nur Technik drin ist, in einem Übertragungswagen, wo das Fernsehen, die Fernsehstudios, und das ist ein Großteil ist Siemens-Technik gewesen. Also, und da war er der Chef von Österreich. Wäre auch eine schöne Geschichte, wie ich den kennengelernt habe und der dann möglich macht, dass ich die Wiener Philharmoniker mit meinem System mit aufnehmen kann. Da war damals Claudio Abbado. Und dann habe ich von der Deutschen Grammophon hat es gemacht. Die hatten damals ihre 4DDD Digitalaufnahmetechnik, wo die Wandler gleich unmittelbar nach die Mikrofone hängen. Ein Riesenaufwand mit ihren Monitore. Und dann haben wir bei denen im Studio haben wir dann meine Monitore ausprobiert. Und die waren das erste Mal total von den Socken. Weil ich hier mit kleinen Sachen, wo ich immer wieder erkläre, wenn ich jetzt zum Beispiel spreche und da ist die Augen verbunden und ich gehe weg. Und ich habe das aufgemacht, du merkst nicht einmal, wenn ich von der Stimme, von meiner Stimme umschalte. Mhm. Dann habe ich mit Langschalen, dass du, wenn ich jetzt ein hohes Geräusch in einem Raum habe, das kannst du fast auf einen Zentimeter, kannst du das orten, wo ich drauf schlage. Mhm. Also wenn ich mit dem Schlüssel klingel. Mhm. Wenn du jetzt blind wärst, kannst du sagen, ich klingel da, kannst du dir vorstellen. Ja. Diese Aufnahme, ich klingel zum Beispiel, du schaust jetzt hin und dann hörst du genau an derselben Stelle dasselbe Geräusch. Über Langschall, ich ein Glas zum Beispiel, ich mache Bing, Sektglas. Bing, dann hörst du Bing und du siehst, dass ich nicht drauf hau. Das ist sowas von verblüffend. Kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt da ein Glas, ich habe eine Klangschale gehabt, ein Glas, ich schnippe jetzt das an, dann hörst du das jetzt. Und dann hörst du dasselbe Geräusch, exakt dasselbe Geräusch aus der Stelle kommend und du siehst, dass ich nicht drauf hau. Dann schnippe ich es nochmal an, dann gehe ich mit dem Glas weg und dann schnippt es genau an derselben Stelle, hörst du exakt dasselbe Geräusch. Dann mache ich es hier, dann hörst du es von hier, dann mache ich es hier und dann hörst du es exakt wieder von hier, weil du exakt punktgenau, dreidimensional die Schallwellen genau wie in einem Hologramm daher kommen, wo das Ding steht. Das ist nur solche mit so kleinen Geräuschen vorgeführt. Du musst immer trennen, einmal die Klangfarbe, ist die echt, und dann die Dreidimensionalität. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das zu lösen, da habe ich fast 15 Jahre dazu gebraucht und das hat die komplette Physik bei mir über den Haufen geschmissen. Aber jetzt kommt der Witz, dass mir das außen, dass plötzlich der Schnall kommt, dass da außen gar nichts ist. Das ist nur in deinem Kopf. Es ist nicht, dass von außen das nach innen kommt, sondern von innen nach außen projiziert wird. Illusionär. Alles, was du dir ausdenkst, du musst auch das auf den Kopf drehen. Das war der eigentliche Schlüssel. Das kommt einfach. Und zwar warst du neugierig. Und ich habe gerne immer das Beispiel, was ich sehr oft dazu sage. Ich muss es ja wieder runterholen auf deine Logik. Pass auf, du stellst dir jetzt vor, du bist bei Audi oder bei VW in der Motorenentwicklung. Das ist mein Beispiel, wo ich bloß sagen kann. Dein Ziel ist es, einen Motor, einen normalen Verbrennungsmotor zu entwickeln, der möglichst wenig Sprit braucht und am besten aus dem Auspuff Sauerstoff rauskommt. Okay? Und du bist jetzt in der Entwicklung, das kann man natürlich mit Elektronik immer weiter runterziehen, mit Katalysatoren, und jetzt träumst du nachts, und das ist, ich mache jetzt ein Beispiel, wie man nachvollziehen kann, ich habe dasselbe Prinzip, genauso schizophren ist das in Bezug auf die Elektronik, die ich zusammengebaut habe, die Schaltungen. Aber ich bleibe jetzt beim Motor, weil da kann jeder folgen. Du träumst jetzt nachts, du musst morgen früh 2 rote Backsteine in den Kofferraum reinlegen, du musst einen Teelöffel Puderzucker in den Tank rein tun und die Handbremse genau um 3 Rasten anziehen. Dann hat das Auto die doppelte Leistung, braucht aber bloß die Hälfte des Sprits und es ist die Abgase kann man fast nichts mehr messen. Okay, also du träumst, du wachst auf. Und du denkst, ob ich halt einen Scheiß träume. Pass auf, das ist bei mir genau, ich habe Träume, ich muss in der Weiche im Verstärker das machen, dass das besser ist, wenn ich wach auf, so, das ist für Scheiß. Rein elektronisch, physikalisch. Ich habe ja manche, ich kann da eine schöne Geschichte dann noch dazu erzählen, aber lassen wir das fertig machen. Ich träume das im zweiten Tag. Ich träume das im dritten Tag, also Scheißdreck, ich gehe jetzt rein und ich mache das. Das dauert 10 Minuten, ich bapp jetzt das, ich habe mir gesagt, mit Glück komm, ich bapp jetzt das schnell zusammen, wie ich es geträumt habe. Und ich mache das, und natürlich keine Erwartung, ich schalte die Anlage ein und es wäre jetzt wieder Ingenieur, der sagt, ich tue jetzt die blöden Backsteine in den Kofferraum und schon beim Losfahren merkt er, das Ding geht ab wie die Sau. Es ist keine logische Erklärung da. Es ist gegen alles, was du gelernt hast, es funktioniert. Okay? Und genau dasselbe, ich bapp das zusammen und ich wäre fast, wie ich das erste Mal einschalte, die ersten Töne, ich wäre fast vom Stuhl runtergefahren. Ich sage, Erich, der Wahnsinn! Das gibt's überhaupt nicht, der hat sich auch nicht zusammengebracht, der war dabei.
Puderzucker. Was jetzt aber der Trick hast ist. Hast du noch genug Puderzucker im Haus? Was jetzt aber der Trick ist, für mich, das ist eigentlich, dass ich damit auch viel Erfolg hatte, jetzt im Kleinen, weil ich immer auf dem Boden geblieben bin, was viele Leute überhaupt nicht wissen, wenn du mal einen damaligen Laden gesehen hast, wer du alles da war. Was für mich die Dankbarkeit ist, dass das eigentlich jetzt sekundär geworden ist, sondern immer neugierig, verdammt nochmal, was ist da in mir drin, wenn ich das träumt habe, muss da einer in mir drin sein, der mir was zuschickt. Das hat alles aus dem Angeln gekommen. Meine Götter, die Physiker, die davon nichts wissen, die ich bisher bewundert habe als Wissende, meine ausgedachten Physiker, da muss was in mir drin sein, das wesentlich mehr weiß wie ich, das sowieso, aber auch mehr wie die ganzen Großköpferten, die ich bewundert habe. Und dann hat mich nur noch interessiert, was in mir drin ist. Und wenn du den Punkt erreicht hast, fängst du auch nach dem zu suchen, der in dir drin ist. Und das Wissen in dir drin. Das war die eigentliche Sache. Jetzt esse ich was. Gut, ausgeht. Mahlzeit.